Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett und all die anderen Milliardäre wollen den echten Kommunismus und den echten Kapitalismus. Sobald sie darüber Bescheid wissen und verstehen, dass der Kapitalismus ihr Leben ruiniert. Ja, also der erste Gedanke, der erste große Irrtum, den viele noch haben, den ich jetzt mal versuche auszuräumen, der erste große Irrtum ist, dass irgendetwas im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft oder des Kapitalismus gut sein könnte für die Menschen. Das ist alles nur Illusion. Das ist Greenwashing oder Social Washing oder was auch immer. Das ist schön, ein gutes Image herstellen, eine Fassade herstellen. Denn wer nicht über Leichen geht, wer zum Beispiel, mach mal ein Beispiel. Hier haben wir überhaupt irgendwie an der Wirtschaft teilnehmen, den verdienenden Menschen, also den Menschen, der Geschäfte macht und der von sich denkt, er würde verdienen, er wäre ein Diener an der Menschheit und würde auch das Geld, was er bekommt, verdienen. Diese Selbsttäuschung und Illusion hat jeder Mensch bei uns. Das ist ganz menschlich. Menschen sind so, dass sie immer zur Selbsttäuschung und immer zur Illusion neigen, dass das, was sie täten, gut wäre. Das ist ganz menschlich, das ist Natur, ja? So, und jetzt glaubt dieser Mensch also, dass er Gutes tun würde. In Wirklichkeit plündert er die Umwelt, betreibt Raubbau an den Ressourcen dieser Erde, erzeugt dabei werden viele giftige Substanzen frei, die die Umwelt verdrecken und dabei viele Menschen vergiften und töten. Ja? Aber das wird ihm gar nicht bewusst, sondern er verdient einfach gutes Geld und seine Art, in der Gesellschaft zu arbeiten, breitet sich aus. Er kann 2 Kinder ernähren, das Kind kann dann wieder 3 Kinder ernähren und so breitet sich seine Art zu leben dynastiemäßig aus, obwohl er in Wirklichkeit alles kaputt macht. Weil man im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, im Rahmen des Kapitalismus immer dann ein Schweinegeld verdient, wenn man über Leichen geht. Aber jemand, der das nicht tut, also hier jemand, der eben nicht die Umwelt plündert und nicht überall Gifte absondert, die die Menschen krank machen und töten und nicht alles zerstört, der hat verglichen mit dem hier keine Wettbewerbschance, wird von diesem zum Aussterben gebracht und stirbt aus spätestens nach 3 Generationen, kann noch nicht mal mehr ein Kind ernährt werden, weil es einfach alles zerstört. Das heißt also, erste Überlegung, im Rahmen des Kapitalismus, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft kann es kein gutes wirtschaftliches Handeln geben. Punkt. Fertig. Ende. Aus. Ja? Alles andere sind Illusionen. Wer das noch glaubt, sollte all die 319 anderen Videos schauen, damit er sich klar wird, hoppla, und die Homepage der 2. Scientists for Future II studieren, damit er sich klar wird, das geht einfach nicht. Ja? Naturgesetzlich beweisbar hier, der Kapitalismus stellt einen Wettbewerbszwang, ein Zwangskorsett dar, das ausschließlich schädliche Gewerbetreibende übrig lässt. Und die anderen sterben alle aus. Ja? So, und das heißt also, und wenn das jetzt, wenn sich also Warren Buffett und Mark Zuckerberg und Bill Gates, Warren Buffett, der wohl angeblich an Krebs leidet und so weiter, Krebsbetroffener ist, ja, wenn die sich bewusst wären, dass sie mit ihrer Art zu wirtschaften Milliarden verdienen, aber es noch mindestens auf der Welt noch mal 199 andere Milliardäre gibt, die auch alles tun, um ihr Leben zu zerstören. Also wenn Mark Zuckerberg sich klar macht, dass das, was Warren Buffett tut, ist der Versuch, sein Leben das Leben von Mark Zuckerberg zu zerstören und das Leben von Bill Gates gleich noch mit zu zerstören. Wenn sich also die Milliardäre klar werden,
Das müsst ihr bitte an alle Reichen weiterleiten, dass es sich durch rumspricht bis zu Mark Zuckerberg und Bill Gates und Warren Buffett und all den anderen, sagen wir mal, circa 200 Milliardären dieser Erde. Ich weiß es gar nicht, wie viel es genau sind. Aber wenn sozusagen all diesen Menschen klar wird, hier, ja, ich verdiene, ich bin einer von 200 Milliardären, ich habe hier alle Geldscheine der Welt, ich kann alles kaufen, ich kann mir alles leisten, was es gibt auf der Welt und so weiter, aber ich komme nicht dagegen an, dass 199 andere Milliardäre ihre Finanzmacht, ihre Dollars dafür benutzen, mein Leben zu zerstören. Und das bringt doch nichts, wenn wir 200 Milliardäre sozusagen alle uns gegenseitig versuchen, mit unseren Konzernen, an denen wir Anteilseigner sind oder was auch immer, gegenseitig unser Leben zu zerstören. Und Warren Buffett hat schon Krebs dadurch, dass wir sind ja schon erfolgreich. Wir haben Warren Buffett Krebs gebracht, wir werden auch noch anderen Milliardären Krebs gebracht haben oder Krebs bringen oder deren Kinder und Enkel sozusagen frühzeitig sterben lassen. Und so weiter. Ja, das System bringt uns dazu, dass wir uns alle gegenseitig umbringen. Und wenn das diese Milliardäre verstehen, dann werden sie dafür kämpfen, dass für den Ansatz der zweiten Scientists for Future 2 mit ihrer, zum Beispiel hier mit der Wohlfühlnotenwahlstimme als möglichem Vorschlag, mit den Gesundheitsdaten, sodass dann also diese Leute immer noch Milliarden verdienen können, ja, immer noch Milliarden verdienen können, wenn sie das denn wollen, aber ohne, dass man sich gegenseitig schädigt, sondern dass das Wohlbefinden und die Langlebigkeit und die Gesundheit und das Glücklicherwerden jedes Menschen über jeden Verdienst auf der Welt entscheidet. Und dann dürfen sie dann Gutes tun. Und dann darf man nämlich Gutes tun und kann damit große Gewinne erzielen und kann viele Nachkommen hinterlassen. Und wenn man dann noch Schlechtes tut, stirbt man aus. Aber jetzt ist es eben so, im jetzigen System ist es eben so, dass man Böses tun muss, ohne dass einem selber bewusst ist, dass man Böses tut. Man glaubt seine gewinnbringenden Irrtümer. Und dann wird man erfolgreich und ruiniert die gesamte Erde. Und deswegen, liebe Mark Zuckerberg, liebe Bill Gates, Warren Buffett, ja, helft mit euren kleinen Scheinchen, helft mit, dass die zweiten Scientists for Future 2 überall auf der Welt diskutiert werden, deren Lösungsmodell. Heute habe ich viele gute Telefonate geführt mit Vertretern von der Gemeinwohlökonomie, auf das es vielleicht zu einer medienwirksamen Großpressekonferenz mit Greta Thunberg, Luisa Neubauer, mit Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie, anderen Vertretern der Gemeinwohlökonomie und mit den zweiten Scientists for Future 2 mit ihren Lösungsvorschlägen für eine echte gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise sozusagen, also für diese Form der postkapitalistischen Gesellschaft sozusagen. Und liebe, wir brauchen euch Milliardäre und Millionäre dabei, dass ihr auch mithelft und den Journalisten klar macht, da gibt es eine neue Lösung, die für alle Menschen gut ist. Für Milliardäre, für Millionäre und für den Ärmsten der Armen dieser Welt eine gute Lösung ist. Ja? Alles klar, tschüssi.